Dank. Dankeschön. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Kärnten. Ich freue mich, dass Sie trotz des Trubels der Vorweihnachtszeit jetzt bei uns sind. Nur mehr eine gute Woche, dann ist das Christkind da. Und Sie haben bestimmt schon Ihre eigenen vier Wände, das Haus, die Wohnung vorweihnachtlich, weihnachtlich dekoriert. Vielleicht sind ja auch Laubsägekunstwerke dabei. Was das genau ist, fragen wir am besten meinen ersten Gast. Er kommt aus dem Lesachtal und heißt Johann Obernosterer. Herr Obernosterer. Hallo. Ich freue mich. Sie sind Tischler. Und vor 2 Jahren haben Sie sich gedacht, so das mit diesen Laubsäge-Techniken, das möchte ich mir jetzt gerne aneignen. Oder wie ist das genau dazu gekommen? Genau so war es. Ich habe so Advent- und Weihnachtsmärkte besucht. Und da sind mir solche Sachen zwar in China aufgefallen. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ich mit im Lesertal machen. Mhm. Und so habe ich damit angefangen. Und das hat sich in der Zwischenzeit, ist das irgendwie eine Leidenschaft von mir geworden. Wie funktioniert denn sowas überhaupt? Wie wird denn das gemacht überhaupt? Ja, das ist die handelsübliche Laubsäge, wo man in der Schule schon mitgearbeitet hat. So 2 mm dicke Platten sind das, mhm, im Durchmesser. Und das wird dann eingespannt in eine kleine Maschine. Und dann mittels Pendelhub geht das Säge auf und ab. Mhm. Und dann kann ich auch diese ganzen Sachen da rausschneiden sozusagen. Genau, und bei jedem Löchlein da oder bei jedem Schlitz, das muss zuerst vorgebohrt werden und dann ist das Sägeblatt wieder eingespannt, wie bei der Nähmaschine, wenn man den Faden einspannt. Mhm. Wie lange braucht man dann für so etwas? Circa 3 bis 4 Stunden. Mhm. Dann ist es fertig. Ja. Und vom Holz her, kann man da sagen, da ist irgendein Holz ganz besonders gut dazu geeignet? Ja, das Pappelholz geht am leichtesten zum Schneiden. Aber das ist jetzt aber kein Pappelholz, gell, das oder? Ist Pappelholz. Ist das Pappelholz? Ja. Aha. Das ist Pappelholz und bei der Schleiftechnik zum Schluss kommen dann die Farbkonturen raus. Mhm. Und das da ist auch? Das ist auch Pappelholz. Ja, Holz. Etwas dünner. Weihnachtsstern, Weihnachtsmotive. Und ist im Prinzip alles dasselbe Holz. Ich arbeite aber auch ganz gerne mit Fichte und Lärche. Es geht zwar schwieriger zu schneiden, aber von der Optik her ist es schöner. Was machen Sie jetzt mit all diesen Kunstwerken, die Sie da selbst herstellen? Ja, ich war heuer das erste Mal oben in Liesing beim Brotfest, habe ich ein Standl gehabt, und dann beim Käsefest in Kötschach. Und vergangenen Samstag war ich im Kötschach eben mit einem Stand beim Adventmarkt. Mhm. Und geht wahrscheinlich weg wie die warmen Semmeln, weil das sind ja lauter Unikate, muss man sagen. So ist es, ja, genau. Ja. Also etwas ganz Spezielles, das bei Ihnen zu Hause in der Werkstatt entsteht. Jetzt haben Sie gesagt, das gibt es an sich nicht in Kärnten. Ist das tatsächlich so? Ja, ich habe mich schon stark gemacht über das Internet und habe ein bisschen nachgeforscht, wo es eigentlich in Kärnten solche Laubsägler gibt. Aber ich bin nicht fündig geworden. Ich weiß nicht, wo der Nächste im Umkreis ist. Ja. Also wenn Sie möchten, Sie können gerne einen Aufruf machen heute hier bei uns. Wenn es irgendjemanden geben sollte, der was meine Leidenschaft teilt mit den Laubsägearbeiten, bitte bei mir melden, da kann man sich ein bisschen austauschen und andere Werke machen. Mhm. So wie zum Beispiel auch dieses wunderschöne Kreuz, da kann man sogar Licht innen machen, gell? Ja, das ist ein altgotisches Kreuz mit ca. 850 Innenstädten. Ist sehr aufwendig, aber es gefällt mir gut und ich habe eine große Freude damit, dass ich das geschafft habe. Das würde aber schon einiges kosten, wenn Sie das verkaufen, oder? So ist es, ja. Ich glaube, das würde ich gar nicht hergeben. Das ist was Spezielles, da hängt man wahrscheinlich auch mit dem Herzen dran. Genau, gell? Genau. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf dass Sie am kommenden Wochenende wahrscheinlich noch einmal auf den Christkindlmärkten unterwegs sind und erfolgreich sind. Danke vielmals, Herr Obernosterer. Danke auch.